Das heißt, er kann keine Atomwaffen mehr bauen. Wir haben aber unsere Superwaffe, nämlich den Gewittersturm. Den werden wir auch einsetzen. Einheit bereit. Und zwar gnadenlos. Da fällt mir gerade ein, wir sollten vielleicht nochmal eine Chronosphäre zubauen. Denn die Chronosphäre kann man auch so ein bisschen entfremden. Also jetzt nicht im sexuellen Sinne, sondern in einem anderen interessanten Sinne. Man kann nämlich Einheiten dazu bringen, also quasi Einheiten, die es nicht abkönnen. Also man kann damit zum Beispiel auch Infanteristen gegnerische bewegen, die werden natürlich dadurch vernichtet. Aber man kann zum Beispiel auch dadurch zum Beispiel Apokalypse-Panzer im Wasser positionieren. Ist zum Beispiel auch eine lustige Sache. So ein Apokalypse-Panzer im Wasser. Training. Aber ich glaube, wir brauchen die Chronosphäre nicht. Ich verzichte mal darauf. So, wir haben unsere Mirage-Panzer. Ich hoffe, dass die Welle dann auch reicht. Oder dass wir denen ausreichend näher kommen, sagen wir es mal so. So, das ist nämlich ein Kombinationsangriff. Und wie man sieht, die Mirage-Panzer sind richtig gut gegen die Sammler. Das war nämlich das. Vielleicht haben wir so bessere Chancen, gegen den Gegner anzukommen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber wir werden sehen. Ne? Bisschen experimentieren kann man ja auch nochmal. Das ist ja nicht unbedingt das Problem. Das Gebäude ist leer, okay. Ich habe die Pläne hier. Fahrzeug bereit. Gut, das war der Sammler, der hat sich schon mal erledigt. Sehr schön. Dann fahr schon mal hier hin. Hm, da ist nämlich seine Panzerfabrik. Wenn die nämlich ausgeschaltet wird, dann schwächt das nochmal seine Produktion zusätzlich. Na, ich sollte die Mirage-Panzer möglichst... Ich glaube, ich sollte... Irgendwas setzt der Spieler auf meine Basis an. Ja, natürlich. Reparatur läuft. Einheit verloren. Fahrzeug bereit. Los geht's. Nähere sich dem Ziel. Wir zerstören erstmal die Waffenfabrik. Und der Gewittersturm ist bereit. Wunderbar. Oh, die ist gerade jetzt stehen geblieben. Wie schön. Einheit verloren. Fahrer bereit. Schnell und leicht. Waffen bereit. Nur du. Nur du. Einheit befördert. Einheit berichtet. Einheit verloren. Ja, Sir. Einheit befördert. Sehr schön. Wir sind nämlich weit genug davon entfernt, das ist gut. Wenn wir Glück haben, können wir jetzt direkt den Kreml zerstören. Das wäre eine feine Sache. Und mir wurde gerade der Dings zerstört. Nähere sich dem Ziel. Dottler, Angriff wird gestartet. Ziel wählen. Achtung. Gewittersturm aktiviert. Also wie man sieht, die Mirage-Panzer sind tatsächlich gegen die Apokalypse-Panzer stärker. Also die haben gegen die was Besseres aufzubieten. Kann er den Kreml auch reparieren? Den kann er auch reparieren, Mist. Na, na, na? Ah, es reicht nicht. Oh, ihr habt ihn platt gemacht? Oh, geil. Mensch, super. Er kommt ja nicht hin, ne? Scheiße. Nee, er kann ihn nicht reparieren. Das heißt, beim nächsten Schlag ist er erledigt. Sehr gut. Ich werde übrigens das genauso machen wie mit den... Ja, super. Das ist ja auch eine richtige Heldenaktion von dir, Freundchen. Schön mit Raketenwerfer. Hm. Alles klar, Kollege. Das kann ich auch. Aber ich werde die Raketen nicht so oft einsetzen, wie er sie einsetzt. Weil er setzt die Raketen, wie ich finde, ein bisschen zu häufig ein. Ich weiß nicht, was er mit Raketen hat. Er scheint so einen richtigen Raketenkomplex zu haben. Also fest steht auf jeden Fall, der nächste Schlag dürfte sitzen. Beim nächsten Schlag dürfte er erledigt sein. Und wie man sieht, die Mirage-Panzer sind gegen Gebäude leider ziemlich schwach. Was aber auch nicht unbedingt das Problem ist. Also ich kann jetzt eigentlich die Zeit in Ruhe ausklingen lassen quasi. Und mich dann nachher um die Nachricht kümmern, die ich gerade gekriegt habe.
die man wahrscheinlich auch gesehen hat, wie ich mein Spiel, wie ich mein Skype kenne. Ich hätte Skype wirklich ausschalten sollen. Aber das kann ich auch irgendwo nicht machen, weil das ist eine ziemlich brenzliche Situation, in der ich gerade stecke. So viel sage ich mal. Einheit bereit. Fahrzeug bereit. Ich glaube, da verrate ich auch nicht so viel, wenn ich sage, dass die Situation gerade ziemlich angespannt bei mir ist. Mehr sage ich aber dazu auch nicht. Und ich kann, glaube ich, auch so viel verraten, dass das Nachfolgeprojekt von Alarmstufe Rot 2, das wurde nämlich im heutigen ersten Part, ja, heute wurde der erste Part freigegeben, dass die Dings, dass ich auch Alarmstufe Rot 3 besitze, tue ich, ne? Und was noch dazu kommt, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Jetzt habe ich den Faden völlig verloren, merke ich gerade. Ich glaube, das reicht an Mirage-Panzern. Brauchen wir noch mal ein paar Prisma-Panzer. Wir haben ja Zeit. Knapp 4 Minuten noch ungefähr, dann dürfte es beendet sein. Und da kommt noch Schubi. Woher nimmt er die Kohle? Woher nimmt er die Kohle? Kriegt er Subventionen oder was? Also auf jeden Fall sind wir kurz davor zu gewinnen. Also auch wenn wir die Sowjets jetzt nicht komplett zerstören, aber es reicht, wenn wir den Kreml ausschalten. Einheit bereit. War doch so, ne? Oder müssen wir den erobern? Ich weiß es jetzt gar nicht. Müssen wir den erobern oder besetzen? Säubern Sie das Gebiet, eliminieren Sie Elite... Sollen die Elite-Truppen zerstören? Wohin, Commander? Das ist dieses kleine Manko, ne? Nähere mich dem Ziel. Vorwärts. Feuerzone bestätigt. Wir sollen nicht den Kreml selber zerstören, sondern wir sollen seine... Was ist das denn hier? Du kriegst bestimmt keine Ölförderinsel. Du kriegst genug Geld. Du KI, du. Ne? Du darfst schließlich bescheißen. Ich bescheiß ja nicht. Ich spiel ehrenvoll. Ne? Oder wie Yugi damals in Capsule Monster Colosseum so schön gesagt hat, ich duelliere mich ehrenhaft und ich hoffe, du wirst das gleiche tun. Ja, die KI und ehrenhaft duellieren. Ja. Ich gebe auch zu, dass die KI bei mir letztes Mal kräftig auf die Fresse gekriegt hat. Gebe ich zu. Habe ich aber auch kein Problem mit, ehrlich gesagt. Produktion läuft. Warum schreiben mich jetzt alle an? Ich meine, ich freue mich, dass der Alex mich jetzt anschreibt. Aber Leute, doch nicht, wenn ich aufnehme. Man sieht doch, dass ich rot bin. Also nicht kommunistisch rot, sondern rot im Sinne von, dass ich aufnehme. Das war ja Zufall, dass ich die Details erwischt habe. Einheit befördert. Aufstellen nicht möglich. Ich sollte hier übrigens gleich mal... Einheit verloren. Ja geil, schützt mal das Gebäude mit. Das finde ich gut. Das macht man. Das ist eine gute Idee. Begrüße ich sehr. Freuen sich die Bewohner. Er dürfte jetzt auch das Geld dafür gut in die Höhe schießen. Zerstört doch erstmal den da. So, dann bauen wir uns noch die Chronosphäre hin. Zack. Haben wir die nämlich auch. Gewittersturm. Wird das schön, wie sie es sagt. Gewittersturm. Gut, da wir also nicht direkt in seine Dings reinhauen können, würde ich sagen, hauen wir in seine Infanterie rein. Also den Kreml sollten wir nicht beschädigen, nach Möglichkeit. Denn sonst könnte passieren, dass die Mission nämlich gescheitert ist. Und das wollen wir ja nicht. Aber wir können seine Infanterie schön und seine rote Armee, die da noch da ist, die können wir ihnen schön mal zurechtweisen. Das können wir machen, das ist nicht das Problem. Vor allem, ich finde auch die Effekte so geil, dass sie erstmal schön den Himmel verdunkeln und das alles. Das ist schon geil gemacht, muss man echt sagen. Also, man kann nichts Negatives eigentlich drin übrig lassen. Das einzige Problem, was halt ist, man kann nicht die volle Karte ausschöpfen. Das heißt, wenn man am Kartenende ist und dahin bauen will, das kann man gar nicht. Das geht nicht. Ich weiß nicht, warum es nicht geht. Es geht aber nicht. Ich glaube, das ist sogar ein Programmierfehler, dass das nicht geht. Das sollte eigentlich gehen, es geht aber nicht. Vor allem finde ich auch interessant, dass die Mirage-Panzer die Flak in Ruhe lassen. Die greifen die nicht an. Und er konzentriert sich auch nicht auf Gebäudebau. Also er ist wirklich nur dabei, Einheiten zu bauen. Er baut keine Gebäude. Obwohl er einen Bauhof hat. Also die Möglichkeit hat er.
Schon unterwegs, Sir. Schon unterwegs, Sir. Noch hat er sie. Sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Noch hat er die Möglichkeit. Einheit verloren. Ich habe übrigens eine Einheit verloren. Warum habe ich eine Einheit verloren? Das finde ich nicht gut. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Bitte. So. Das waren die Mirage. Die haben gerade mal zugeschlagen. Einheit verloren. Hä? Wo verliere ich denn bitte Einheiten? Oh. Oh, 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 oh. Apokalypse-Panzer. Techgebäude verloren. Das ist auch schön, diese Betonung. Techgebäude verloren. Da hat der Arsch doch tatsächlich die Ölförderraffinerie erobert. Und er verwendet Gedankenkontrolle. Ja, Sir. Feuerzone bestätigt. Einheit befördert. Fahrer bereit. Einheit berichtet. Bereit. Feuerzone bestätigt. So, jetzt nehmen wir ihn auf seine letzte Möglichkeit, Gebäude zu bauen. Apokalypse-Panzer, zieht euch zurück. Habt ihr ein Problem, Russen? Ich würde mal sagen, ja, ne? Ja, wow! Das Interessante ist, wir müssen die Tesla-Spiele noch ausschalten. Das wird nicht einfach, die auszuschalten. Sehr gut. Einheit befördert. Wir müssen die Tesla-Spule ausschalten. Vorwärts. Jo, erledigt. Wunderbar. Zurück. Mirage-Panzer, vorwärts. Scheiße. Die sind, glaube ich, auch ein bisschen härter. Also nicht wesentlich härter, aber ein bisschen härter sind sie, glaube ich, als die Dings. So, und jetzt löschen wir seine Garde mal aus. Auch wenn sie die Maximalbeförderung haben, aber das wird sie auch nicht retten. Einheit befördert. Feuerzone bestätigt. Waffen bereit. Wunderbar. Und jetzt den Geschützturm da. Ist ja harmlos für uns. Ja, sieht doch gut aus soweit. Wir haben einen Chronotransporter noch zur Verfügung. Könnten wir einsetzen, wenn wir wollten. Vor allem das Schöne ist, er wehrt sich auch gar nicht, ne? Der Geschützturm, der lässt es einfach passieren. Ich hoffe, der Kreml nimmt jetzt dadurch keinen Schaden. Oh. Aber meine Apokalypse-Panzer. Meine Apokalypse-Panzer nimmt Schaden. Jo, Lars. Steckst du jetzt auch überhaupt nicht schon bei der russischen Kampagne? Ich merke das schon. Denk schon ein bisschen weiter. Herr der Ringer, einfach mal komplett übersprungen, passt schon. Gleich direkt hier kommen. Aufgabe war ja, dass wir die Garde ausschalten sollen. Das tun wir ja jetzt. Das ist nämlich der schwarze Spieler und sobald der nämlich weg ist, ist der Weg nämlich frei. Gewittersturm. Wir werden niemals kapitulieren. Tod den Ali. Primäres Ziel erreicht. Das war's, würde ich mal sagen. Ja. It was. Einheit verloren. Wie gesagt, Resümee ziehe ich erst, wenn wir auch die russische Kampagne durch haben. Das war die alliierte Kampagne. So einfach geht's.
Hat nur eine Stunde gedauert. Wo ist Romanov? Nach Monaten heftigster Kämpfe ist es den alliierten Truppen am Spätnachmittag gelungen, Premier Romanov mit Hilfe neuester Technologien und militärischer Disziplin im Kreml gefangen zu nehmen. Dieser erstaunliche Sieg der alliierten Kampagne ist größtenteils einem recht unbekannten Commander von Fort Hope, Arkansas, zu verdanken. Das war's. Eine Stunde 30 hätten wir gebraucht, 15 Minuten 17 haben wir gebraucht. Eine knackige Mission. Da haben wir auch wirklich am längsten gebraucht. Rang Theater Commander. Ihre legendären Fähigkeiten als Befehlshaber werden in die Geschichte eingehen. Sie sind einer der größten Generäle aller Zeiten. Das hört man doch gerne. Besiegte Gegner 448. Wenn Sie dann fertig sind, sich selbst zu preisen, hätte ich nämlich ein Angebot für Sie. Der Präsident hat Sie eingeladen. Uns. Zu seiner heutigen Siegesfeier im Weißen Haus. Wollen Sie vielleicht mit mir fliegen? Achten Sie auf das Geräusch von Hubschraubern. Oh, hätte ich fast vergessen. Duschen Sie noch vorher, Soldat. Gamer duschen aber nicht. Nein, voll das Klischee. Egal. Liebe Leute, das war's mit Alarmstufe Rot 2. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob ich die Credits jetzt schon durchlaufen lassen sollte. Auf jeden Fall sind die extrem hakelig, sehe ich gerade mal. Ich weiß nicht, warum sie so hakelig sind. Ja, das war's auf jeden Fall mit Alarmstufe Rot 2. Mit den Alliierten fürs Erste. Ich glaube, ich breche die Credits gleich mal ab, so langsam wie die laufen. Das kommt mir nämlich ziemlich komisch vor. Auf jeden Fall, wie gesagt, Nachfolgeprojekt ist Herr der Ringe, die zwei Türme. Danach geht es weiter mit Alarmstufe Rot 2 mit den Sowjets. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Auf die sowjetische Kampagne. Ich muss tatsächlich sagen, ich mag die Sowjets in Teil 2 lieber als die Alliierten, muss ich tatsächlich sagen. Wie gesagt, die Neuerung, die sie reingebracht haben, finde ich sehr cool. Vor allen Dingen das mit dem Häuserkampf, weil das mit den Gefechtszonen, das ist einfach unlogisch gewesen, weil... Ja, Gefechtszone so und so. Ja, toll. In Wirklichkeit gibt es auch keine Gefechtszone. Also man muss sich mal vorstellen, Donald Trump erklärt jetzt Putin den Krieg. Nur mal angenommen. So, und dann sagt er zu Putin, hier Putin, alte Keule, pop mal auf. Wir haben hier Gefechtszone so und so. Die liegt da und da und da wollen wir kämpfen. So, so ungefähr. Nein. Es ist ein Nein. Einfach Nein. Weil das ist Blödsinn. Das ist Schwachsinn. Das gibt's einfach nicht. Und wie gesagt, mir kommen die Credits unglaublich langsam vor. Die Musik ist richtig geil gemacht. Vor allen Dingen der Helmmarsch, der zweite. Den kennen wir ja schon aus dem ersten. Der zieht sich auch übrigens in den dritten Teil mit. Der Helmmarsch. Und ich muss tatsächlich sagen, der Helmmarsch vom dritten ist noch besser als der zweite. Nochmal so am Rande erwähnt. Ja, wie es weitergehen wird danach, nach... Den Sowjets weiß ich noch nicht genau. Ich hatte jetzt, glaube ich, zuletzt hingeschrieben, Revolution Ace würde dann kommen. Also so sieht der Plan momentan aus. Ich grüße an dieser Stelle alle Zuschauer, die sich das Projekt bis zu dieser Stelle hin angeguckt haben. Vielen Dank bei euch fürs Zuschauen. Vielen Dank auch an alle anderen Zuschauer fürs Zuschauen, die sich das angeschaut haben. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Auch wenn ich so ein bisschen rumgeraged habe. Aber ich glaube, in dieser Aufnahme hielt sich das so ein bisschen in Grenzen. Und ich freue mich schon sehr auf Herr der Ringe, die zwei Türme. Ich habe es lange nicht mehr gespielt. Und ich denke auch mal, da könnte man auch gespannt sein. Übrigens, hier sieht man gerade einen vertrauten Namen. Erich Goch. Den kennen wir aus dem Tiberium-Konflikt. Das war nämlich die rechte Hand Seth von Cain. Von Gott über Cain zu Seth. Wer kennt diesen Satz nicht? Und ich glaube, ich werde die Credits jetzt wirklich abbrechen. Liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jetzt gleich erstmal die beiden Nachrichten beantworten. Ich hoffe, dass man die nicht sehen konnte, aber ich befürchte, dass man die sehen konnte. Wir sehen uns dann spätestens bei der Sowjet-Kampagne wieder. Ansonsten bei Herr der Ringe die zwei Türme. Parallel dazu läuft ja auch immer noch The Elder Scrolls 3 Morrowind. Das läuft übrigens bis Anfang September, glaube ich. Bis zum 9. September habe ich jetzt erstmal Parts. Und dann muss ich auch bald wahrscheinlich wieder sehen, dass ich noch ein paar Parts für das Hauptprojekt kriege. Aber das werden wir ja dann alles sehen, in Ruhe vor allen Dingen. Und hier sehen wir übrigens auch zum Schluss Regisseur Joseph D. Kuchen,
Nachdem er nämlich ausgestiegen ist, das war nämlich nach den Tiberian Twilight, nachdem war die Reihe auch tot. Gut, das war es aber wirklich von mir, liebe Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann ihr mir jetzt gucken werdet. Ich sage nun einfach, euer Viper-Fan sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen, auf weiterhin.